Markus Wasmeier reagierte überrascht. 25 Jahre ist es nun schon her, sein großer Triumph von Lillehammer. Doppel-Olympiasieger, erst im Super-G und dann im Riesenslalom. Bei den Olympischen Spielen 1994 schlug seine große Stunde. Es sind so mega Glücksmomente, die, man muss sich mal vorstellen, die Familie hat ja da extrem viel mitgemacht. Bis dahin ist es ja immer auf und abgegangen und viele Verletzungen und alles. Und ich bin eher immer nach vorn schauend, also immer was jetzt kommt oder der heutige Tag. Und darum war ich da schon überrascht, weil so weit habe ich echt noch nicht gedacht, dass das jetzt schon 25 Jahre her wird. Immer nach vorne schauen, ohne den Blick für die Vergangenheit zu verlieren. Ein Motto, das Wasmeier begleitet. Der Familienmensch hat nie seine sportlichen Erfolge in den Mittelpunkt gerückt. Die Hauptrollen in Wasmeiers Leben spielen seine Frau und die drei Kinder. Die Olympiamedaille ist ja nur ein sportliches Ziel, was du in deinem Leben erreicht hast. Das, wo dein Traum war, deine Leidenschaft war, das hast du erreicht. Aber das Leben ist ja noch viel, viel länger. Also, das Größte waren unsere Kinder, diese drei kleinen Wutzel, die da auf die Welt gekommen sind, Burschen, da wo man jetzt richtig stolz drauf sein kann. Das ist das größte Geschenk. Und die Gesundheit. 2012 wurde bei Wasmeiers Frau Krebs diagnostiziert. Ein Schicksalsschlag. Doch die Familie kämpfte sich durch die schwierige Zeit. Heute ist Gitti Wasmeier gesund. Und das hat sie ja noch mehr zusammengezurrt. Und wir nehmen es noch mehr dankbarer an, das Leben und jeden Tag. Und wir sagen früher beim Frühstücken, heute ist ein schöner Tag, heute ist ein geschenkter Tag. Das ist so eigentlich unser Motto. Und darum genießen wir das. Der 55-Jährige wirkt ausgeglichen und zufrieden. Schon kurz nach dem Ende seiner Skikarriere werkelte er an einem echten Herzensprojekt. Heute betreibt Wasmeier in seinem Heimatort Schliersee ein Freilichtmuseum. Er widmet sich damit der Wahrung altbayerischer Traditionen. Was ich wollte, ist diesen Häusern Leben einzuhauchen, so zurück 300 Jahre. Das ist der erste Hof, den ich ganz allein gebaut habe. Also insgesamt habe ich Bauzeit 10 Jahre gehabt, bis ich geöffnet habe. Und jetzt sind es insgesamt 25 Jahre, wo ich daran arbeite. Vor 25 Jahren schrieb Markus Wasmeier in Lillehammer Sportgeschichte. Keine Goldmedaille aber kann sein privates Glück aufwiegen. Geh mal.